Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich bin Gaul, ich bin Psychologin und Coach für EFT-Klopfakupressur und dieses Video entsteht gerade sehr, sehr spontan. Das war in dieser Form überhaupt nicht geplant. Ich habe sowas auch noch gar nicht gemacht, denn ich werde dich mitnehmen, sozusagen in einen EFT-Prozess von mir selbst. Das heißt, ich werde jetzt danach vor laufender Kamera EFT machen. Ich werde dann wahrscheinlich das Video schneller laufen lassen oder den Ton rausnehmen, weil das natürlich beim EFT ist, ich finde es sehr wichtig, dass wenn man selbst an sich arbeitet und damit natürlich auch was bezwecken möchte, und das möchte ich heute gerne, dass man dann auch wirklich frei sprechen kann und so sprechen kann, ja, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, das hört mir jetzt irgendwie jemand zu. Dazu spreche ich natürlich auch Schweizerdeutsch und deshalb ist es so, ich nehme euch mit, aber halt nicht ganz, ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass einfach auch diese ganze Thematik ja, bei irgendjemandem irgendwie was auslösen kann, dass es euch irgendwie inspiriert, das vielleicht auch mal auszuprobieren, gerade wenn ihr auch ein Thema habt. Ihr habt ja schon im Titel gesehen, es geht so ums Thema emotionales Essverhalten, so in Richtung Schokoladensucht, Süßhunger, Süßigkeitensucht und so weiter. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Und ja, warum ich dieses Video jetzt mache, liegt ehrlicherweise daran, dass auch ich bis heute bestimmte unaufgearbeitete Themen habe, die sich aufs Essverhalten beziehen. Also viele von euch wissen vielleicht, es gibt ja auch einige Videos dazu, dass ich jahrelang eine Essstörung hatte. Ich hatte richtige Essanfälle, ich wollte immer abnehmen, ich war nie zufrieden mit meinem Körper und so weiter. Und auch obwohl ich die Essstörung quasi heute ja nicht mehr habe, ist es trotzdem so, dass mich so gewisse Teile, so mal mehr, mal weniger, immer mal wieder so ein bisschen wie einholen. Gerade wenn ich vielleicht schwierige Zeiten habe, stressige Zeiten, dass die so quasi so anklopfen. Und eine Sache, die da dazugehört, die ich halt nie tiefgehend für mich aufgelöst habe, weil es irgendwie in dem Moment vielleicht auch einfach nie so wichtig war, nicht so zentral war oder mich nicht so gestört hat oder der Leidensdruck nicht zu wenig hoch war, dass ich motiviert war, daran zu arbeiten. Und eine von diesen Sachen ist tatsächlich, also ich bezeichne es für mich, ich bin offen und ehrlich, ich denke, dass ich so eine Schokoladensucht habe. Es ist nämlich, wenn man das ganz genau auseinander nimmt, bei mir auch nicht wirklich eine Zuckersucht, weil ich mir jetzt ja auch nicht vorstellen könnte, einfach Zucker so zu essen. Und ich stehe eben auch auf Schokolade, die jetzt beispielsweise keinen Industriezucker haben. Ja, das hat so ein bisschen so eine andere Wirkung. Aber ich kann davon auch richtig, richtig viel essen. Also ist halt immer so ein bisschen schwierig mit den Bezeichnungen. Man könnte sich jetzt auch fragen, ja gut, was ist denn Schokolade? Schokolade, wenn man die Zutaten auseinander nimmt, dann ganz ehrlich, würde ich das alles im Einzelnen auch nicht essen. Also auch das ist natürlich einfach ein Mischmasch, eine Kombination, auf die ich einfach persönlich total stehe. Und es ist bei mir zumindest auch ein Thema, das habe ich von Kindheit auf mitgenommen und bis ja, ins Erwachsenenalter, bis heute, da einfach mehr oder weniger mich dann wirklich auch wieder, also das war in den letzten Monaten so, das hat sich so ein bisschen wie, das hat sich so angebahnt, so ein bisschen angeschlichen, sodass ich dann immer häufiger einfach dann diesem Essdrang nachgegeben habe. Am Anfang denkt man sich ja noch, ja, kann man ja mal eine Ausnahme machen, ist ja alles so easy, entspannt. Dann hatten wir ja alle nicht so ein leichtes Jahr, das 2020. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, schon so, das hat sich jetzt so angebahnt, dass ich einfach mehr und mehr gespürt habe, dass mich das stört, dass der Leidensdruck steigt, dass ich mich mehr und mehr irgendwie so wieder abhängig fühle von dieser Schokolade, ja, also die, die das kennen, die können mich verstehen. Ich meine, es ist wirklich ernst.
so dass ich dann wirklich teilweise auch das Gefühl hatte, ich kann nicht arbeiten, ich brauche zuerst Schokolade. Ja, und so dass ich mir dann wirklich auch Schokolade holen gegangen bin und dann quasi erst zufrieden war. Also da entstanden dann wirklich, also entstanden diese Glaubenssätze, die sind tief, ultra tief irgendwo in mir drin. Ich kann nicht ohne Schokolade oder ich brauche Schokolade. Und zwar jetzt. Und das sind für mich Glaubenssätze, die, wo ich jetzt für mich entschieden habe, die möchte ich wirklich von Herzen gerne auflösen. Und da ich ja eigentlich weiß, wie das geht, gerade auch mit dem EFT, habe jetzt aber auch schon ganz viel heute Morgen darüber gejournalt. Das hat auch schon sehr, sehr viel gebracht. Habe auch schon ein bisschen angefangen mit EFT, aber nicht im Beisein von Schokolade, weil ich heute Morgen keine zu Hause hatte. Das heißt, um das Ganze jetzt auf den Punkt zu bringen, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Ich habe schon lange kein Video mehr aufgenommen, man merkt es. Ich habe hier eine kleine Schokolade. Ich werde die nicht zeigen, weil sonst muss ich noch irgendwo hinschreiben, Werbung. Es ist eine kleine Schokolade, vegan natürlich, mit Kokosblütenzucker. Das ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsschokoladen. Und es ist nicht eine große, es ist eine 50 Gramm. Vielleicht können sich die einen ja auch denken, was es für eine Schokolade ist. Es gibt nämlich nicht so viele so kleine. Und es ist so, dass ich davon normalerweise mit einer nicht satt bin. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt unbedingt Schokolade, kaufe ich mir sehr häufig 2 bis 3 von denen. Und ich kann die dann auch alle nacheinander essen. Ja, also wirklich ein Suchtverhalten. Das ist mal okay, aber wie gesagt, wenn es dann einfach, ja, als je häufiger wird und ich danach nicht glücklich bin, treffe ich für mich jetzt einfach die Entscheidung, dass ich das angehen möchte, dass ich das auflösen möchte, weil ich möchte mich frei fühlen und ich möchte mich vor allen Dingen auch frei fühlen, Schokolade, wenn ich dann noch will, das ganz bewusst zu genießen und das nicht irgendwie in irgendeiner Form zu missbrauchen, weil ich der Meinung bin oder das Gefühl habe oder das Denken habe, dass ich das jetzt brauche und dass ich ohne nicht kann. Also so dieses, wirklich so dieses, dieser starke Drang, das möchte ich wirklich gerne loswerden. Und deshalb werde ich jetzt heute im Beisein von meiner Schokolade EFT machen, werde das aufnehmen. Wie gesagt, dann das so ein bisschen schneller machen oder den Ton weg. Und werde mich dann danach auch nochmals melden. Und wenn jetzt irgendwie ganz viele sind, die sich dafür interessieren, dass ich das dann mal anders noch aufnehme, also mit einem anderen Video, sodass ihr vielleicht auch mitmachen könnt, weil so wäre es jetzt schwierig zum Mitmachen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn da genug was reinschreiben, dann mache ich das Video auf jeden Fall mal, weil ich einfach wirklich der Meinung bin, dass das sehr, ja, eine gute Methode ist und ich das euch natürlich auch gerne weitergeben möchte. Und ja, dann würde ich sagen, dann lege ich jetzt mal los. Also bedeutet, ich lege jetzt, ich nehme jetzt ein Stück, weil ich würde es jetzt sofort essen wollen. Ich lege das jetzt auf den Teller vor mich hin und dann fange ich an zu klopfen. Ich sag's euch, das ist echt komisch. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, diese Schokolade zu essen. Das ist irgendwie gar nicht meine Lieblingsschokolade. Also ich meine, ich dachte, es ist meine Lieblingsschokolade. Ich mache jetzt hier überhaupt keinen Witz oder so. Ich frage mich gerade, ob die irgendwie nicht mehr gut ist oder... Ist aber nicht abgelaufen. Steht hier April 21. Ich bin
kann es nicht in Worte fassen. Ich bin gerade super enttäuscht und verwirrt, weil ich dachte, dass sie halt einfach mega geil ist. Hier komisch. Wenn ich drauf beiße, ist sie nie geiler. Ich glaube, es geht gar nicht um den Geschmack. Aber er schmeckt mir einfach nicht. Boah. Ja, gut. Da muss ich jetzt auch nicht mehr weiter klopfen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber ich erzähle euch jetzt noch kurz, was so meine Gedanken waren. Ich hoffe, ich habe jetzt nirgends irgendwie Schokolade an den Zähnen. Ansonsten verzeiht mir. Ich versuche das jetzt gerade ein bisschen in Worte zu fassen und zusammenzufassen. Ich habe ja jetzt nur zwei Runden geklopft, was eigentlich ein Witz ist. Das ist eigentlich gar nichts. Also normalerweise brauche ich für solche Themen richtig, richtig lange. Was mir. Also bei der ersten Runde, da hatte ich ja noch nicht probiert und da wollte ich halt wirklich unbedingt die ganze Tafel essen. Also dieser Drang war tatsächlich bei 100%, also bei 10. Wenn man jetzt Zahlen von 0 bis 10, hatte ich halt 10 quasi Drang, das zu essen. Und wo ich dann probiert habe, habe ich irgendwie einfach schon gemerkt, ich muss mir das danach im Video auch angucken. Das hat nicht so geschmeckt, wie ich dachte. Und ich war da irgendwie schon so ein bisschen enttäuscht. Und dann sank das schon auf 30. Also da war schon, da hatte ich nur noch so ja, ein Drittel Lust, diese ganze Schokolade zu essen. Und was aber dabei sehr im Vordergrund stand, war, dass ich sehr schnell bemerkt habe, dass ich keinen Bock habe, hier zu sitzen und die ganze Schokolade zu essen. Am Anfang war das so. Nachdem ich probiert habe, war das nicht mehr so. Aber ich hatte noch extrem Lust, diese Schokolade zu nehmen und zum Beispiel irgendwie aufs Sofa zu gehen und den Fernseher anzumachen und die dann nebenbei zu essen oder mich an den Laptop zu setzen, zu arbeiten und die Schokolade nebenbei zu essen. Diese Lust wurde dann quasi wie größer. Und wo ich dann nochmals probiert habe und dann ja nochmal gemerkt habe, dass der Geschmack wirklich nicht das ist, was mich eigentlich anzieht, sondern wenn dann eher das Kauen, also das Draufbeißen. Aber irgendwie trotzdem, also ich hätte jetzt kein Interesse, diese Schokolade hier jetzt einfach zu essen. Ich werde es auch nicht tun. Also, ist ein bisschen ein komisches Video. Aber vielleicht ist es auch einfach genau das, was EFT zeigt. Also du weißt nie, was vorher passiert. Es ist irgendwie, die Aspekte können sich auch verändern. Wie gesagt, am Anfang wollte ich die ganze Schokolade essen. Da wäre mir auch egal gewesen, ob ich sie achtsam oder unachtsam esse. Dann habe ich gemerkt, dass sie mir nicht schmeckt. Dann war so die Idee, okay, dann esse ich sie und lenke mich einfach ab dabei, was total irrational ist, weil was habe ich dann von meiner Schokolade, wenn ich mich ablenke? Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja. Ey, weil ich jetzt immer noch mal kurz eine Pause gemacht habe, weil ich die Kamera neu starten musste, denke ich mir einfach so, wie kommt dieses Video an? Also es muss ja jetzt irgendwie wirken, als wäre das jetzt irgendwie alles. Keine Ahnung, Hokuspokus oder. Also, ich habe gerade so das Gefühl in mir, dass es überhaupt nicht glaubens. Wie sagt man? Glaubhaft rüberkommt, was ich hier gemacht habe. Aber das ist mir wirklich. Das ist mein ganzer Ernst. So funktioniert eben die EFT teilweise tatsächlich, dass man. Also, ich habe das in der Ausbildung mehrfach erlebt, aber auch schon in Coachings, dass man irgendwie ein Thema, eine Angst und einen Glaubenssatz irgendwie angeht und dann mit dem EFT beklopft und danach senkt sich so diese Belastung und manchmal ist dann echt so das Gegenüber, wo dann irgendwie sagt so, ja, nee, also gut, nee, die Angst ist eigentlich nicht mehr da, aber vielleicht war das ja auch gar nicht so eine Angst. Also ich meine, vielleicht war das ja auch gar nicht so. Das ist eben, weil man sich gar nicht mehr daran erinnern kann,
warum man das davor eigentlich wollte oder warum man Angst hatte oder warum man irgendwie sich Sorgen machte oder warum man irgendwie ein spezielles Denken hatte. Also es ist echt sehr, sehr schräg. Ich muss dazu sagen, dass ich auch heute Morgen ja schon sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel, schon einige Runden sehr intensives, das war auch sehr emotional, EFT gemacht habe in Bezug auf diese Schokoladensucht. Da habe ich an dem Glaubenssatz gearbeitet, ich kann nicht ohne Schokolade. Und da ist halt auch schon sehr, sehr viel gegangen, wo ich für mich eben auch schon gemerkt habe und einfach hochkam, dass ich dieser Schokolade sehr, sehr viel emotionale Bedeutung beigemessen habe, ja, seit meiner Kindheit. Und dass ich da sehr, sehr viel reininterpretiere, was natürlich nicht da ist. Also das waren dann so Dinge wie, ich brauche die Schokolade, um mich nicht so alleine zu fühlen. Die Schokolade tröstet mich, die Schokolade ist immer da für mich, gibt mir Halt, gibt mir Sicherheit und so weiter und so fort. Da kamen so viele Themen hoch und es war super emotional, dass, ja, jetzt das vielleicht auch schon so eine gewisse Vorarbeit war und es ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so schwierig war, jetzt wirklich mit der Schokolade vor mir hier, das jetzt für den Moment aufzulösen. Was nicht bedeutet, dass das Thema mit dieser Schokolade jetzt erledigt ist. Ich werde wahrscheinlich auch noch weiter daran arbeiten, weil dieser Aspekt von, dass ich jetzt vielleicht denke oder ein bisschen Sorge habe, dass ich Lust habe, diese Schokolade jetzt unachtsam quasi zu verzehren, das ist jetzt nämlich immer noch da. Also das war jetzt auch im Coaching oder so ein nächster Aspekt, den wir dann quasi jetzt angehen könnten und der ich jetzt für mich, weil ich mich ja selbst coache, das jetzt in einem nächsten Schritt angehen würde. Diese Angst oder diese Sorge, das muss man dann genau schauen, wie man das dann nennt, da dann auch mit dem EFT runterzuklopfen, um wieder ins Selbstvertrauen zu kommen, dass man nicht einfach Dinge tut, wo man ja vorher eigentlich das nicht tun möchte und dann die Schokolade trotzdem isst, hat ja sehr, sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und genau, aber das nur einfach, um das Ganze jetzt noch abzurunden. Ich glaube, ich schließe damit auch das Video. Also falls irgendjemand von euch damit was anfangen konnte, bin ich happy. Falls ihr mehr dazu wissen möchtet, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich habe auch ein ganz neues, tolles Selbstliebe-Gruppen-Online-Coaching, was wir im Januar starten. Da gibt es noch ein paar Plätze. Also schaut ihr das auch gerne an. Ich werde das auf jeden Fall unten reinschreiben. Und genau. Also dann wünsche ich dir eine wunderschöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal.